So, hier habe ich von Tautronics eine Soundbar, die preislich deutlich unter den, ich sag mal, Markenführern irgendwie angesiedelt ist und von den Bewertungen auf Amazon wirklich nur Gutes verheißt. Dann gucken wir uns einfach mal an, was da alles dabei ist. Ich habe die schon einmal ausgepackt gehabt. Und zwar habt ihr hier das normale Netzteil, weil es ja keine Akku-Bluetooth-Soundbar. Das ist ein Soundbar, ist eben an Strom gebunden, weil die auch deutlich mehr Watt hat als diese normalen Bluetooth-Speaker. Und gucken wir uns einfach mal an, wie das aussieht. Ich hoffe, es kommt mir so über die Kamera hier rüber. Also absolut edel und schön gemacht. Hier alles aus Metall. Die Rückseite hier aus Plastik. Hier hinten hat man die Bedienelemente. Was habt ihr denn noch? Gucken wir uns das gerade mal an. Der optische Eingang, Stromanschluss und Line-In. Das heißt, ihr könnt dann direkt über den Klinkenstecker, könnt ihr auch zum Beispiel an das Handy, muss nicht unbedingt per Bluetooth angeschlossen sein. Genau, das ist das hier. Und dann gibt es natürlich noch, packe ich gerade mal aus, dann gibt es dann hier noch die Beschreibung. Sogar ein optisches Audiokabel ist dabei, was wirklich nicht unbedingt zu erwarten war. Also das haben selbst die ganzen großen Hersteller nicht dabei, obwohl das ja auch jetzt nichts mehr Neues ist. Hier ein Klinke auf AUX-Stecker und dann eben diese kleine Fernbedienung, packen wir gerade mal. Die auch wirklich super schick aussieht, ganz simpel in dem, ja, ich sag mal, wenn man Apple-Gerät kennt, sieht es fast genauso aus oder ähnlich zumindest. Auch sehr klein. Hier sind allerdings keine Batterien jetzt diesmal dabei. Aber hier kommen zwei ganz normale AAA-Batterien rein, die man ja überall bekommt, in jedem Discounter. Dann noch die Schraube und Mutter für die Wandbefestigung, wenn man das direkt an die Wand befestigen möchte. Und genau, das war eigentlich alles. Und dann schließen wir das Ganze mal an. So, jetzt sieht man es mal im Vergleich zu einem normalen Center Speaker hier in dem Fall, wie die hier so steht. Also wirklich, der Standfuß ist super, also durch diese Gummierung unten wackelt nichts, hält perfekt. Hier ist eine ganz kleine LED, ich hoffe, man sieht es. Ja, man sieht es eigentlich ganz gut. Bisschen länger draufdrücken, dann geht's an. Und dann kann man das Gerät auch schon eben ganz normal, entweder läuft es ganz normal mit dem Fernseher mit. Man schließt es einfach an den Receiver, an den Fernseher. Dann kommt der Ton natürlich direkt hier raus. Oder eben per Bluetooth mit dem Smartphone koppeln und so könnt ihr einfach die Musik hier hören.